1948 hatten wir in Deutschland das Problem, dass wir ja durch den verlorenen Krieg im Grunde keine Mittelwellenfrequenzen mehr zugesprochen bekommen haben. Und die Lösung in Deutschland hieß natürlich UKW, ne? Ultrakurzwelle, ja? FM moduliert, wie wir heute wissen, ne? Ja, und dann kam natürlich die Ära auf, die Rundfunkempfänger, die man aus der Kriegszeit noch hatte, natürlich nutzen zu wollen. Und die Lösung dazu war einfach Adaptionsgeräte, die im Grunde als UKW-Empfänger dienten und dann schließlich an den vorhandenen Radios angeschlossen werden können. Und ja, von diesen Geräten will ich euch mal ein bisschen was zeigen. Wenn wir nochmal ganz zurückgehen, also schon in den Kriegsjahren hatten wir ja schon solche Sperrfilter, ja, die, wie in diesem Fall hier für den Fox-Empfänger, die Möglichkeit brachten, den harten Ortssender, der natürlich auf der Antenne mit einem wahnsinnigen Power hier in das Radio reinkam und alles andere im Hintergrund unterdrückte, mit diesen Zusatzgeräten, mit diesen Sperrfiltern im Grunde schon den eigenen Ortssender im Grunde auszuschließen und dann im Grunde die Möglichkeit dann hier, um im Langwellenbereich und im Kurzwellenbereich dann natürlich auch mal andere Sender sozusagen empfangbar zu machen. Und das setzte man zum Beispiel hier bei dem Volksempfänger einfach seitlich an die Antennenbuchsen. Ich zeige euch das gleich nochmal im Bild. Und damit hatte man jetzt natürlich auch Sender oder Sender empfangbar gemacht, so möchte ich das mal sagen, die ansonsten natürlich durch die starken Ortssender gar nicht zu hören gewesen wären. Ja, hier sehen wir jetzt diesen Sperrfilter, der jetzt hier seitlich, wie gesagt, an den Antennenbuchsen dieses Volksempfängers im Grunde hier angebracht ist, dann eben den Empfang entsprechend ermöglichte. Ne? Ich denke, mit dem Volksempfänger haben wir uns ja schon ein paar Mal beschäftigt, das werdet ihr noch kennen. Ne? Und dann kennt er sicherlich auch an der Seite eben diese Antenneneingänge. Ich mache aber auch davon nochmal eine schöne Aufnahme. Ja, hier sehen wir den Fox-Empfänger jetzt von der Seite. Da seht ihr im Grunde hier diese 8 Antennenzugänge, je nachdem, welche Antenne man anschließen wollte, Langdraht oder eine Zimmerantenne, was auch immer. Aber man unterschied noch zwischen Langwelle, ne, und wie man damals sagte, der Kurzwelle. Aber die Kurzwelle ist Mittelwellenbereich, heute zumindest, ne? Das nannte man eben früher noch hier als Bezeichnung die Kurzwelle. Ja? Und im Grunde wird dieser Sperrfilter jetzt, ich zeichne hier nochmal mit den Anschlüssen von hinten, der wird jetzt im Grunde jetzt hier genau aufgesetzt und passt dann eben wunderschön in dieses Gerät hier hinein. Und schon kann es losgehen mit Empfang. Ja, und aus dieser Tradition dieser Vorschaltgeräte, da hatte man also in Deutschland schon richtig Erfahrungen natürlich mitgemacht, ne, durch diese Sperrfilter, gab es dann eben diese UKW-Zusätze. Ne. Wenn wir uns das von vorne anschauen, haben wir hier natürlich die ganz normale Abstimmskala, ne, wo der Sender entsprechend mit eingestellt werden konnte. Und hinten als Anschluss, denn der normale 220 Volt Anschluss natürlich zunächst mal. Und dann eben der Ausgang für das Radio. Ne? Also das ist ja dieser klassische Tonabnehmerstecker, wie man ihn früher nannte, der dann bei den alten Röhren, Rundfunkgeräten dann eben hinten ja in das Gerät aufgesteckt werden konnte. Ja, und das, was ich euch hier gezeigt habe, ist von der Firma Schaub, nennt sich UZ51. Ne? Und ja, schon richtig super, super UKW-Empfänger. Ne? Hier kann ich zur Not dann auch, wenn ein Tonabnehmer nötig ist, wie ein Plattenspieler oder sowas, wird dann eben der Plattenspieler hier rüber geschleift. Deswegen eben der Eingang hier rechts, Tonabnehmer. Ne? Und die Dipolantenne, die sitzt dann entsprechend auf der linken Seite. Ihr seht natürlich schon den beschrifteten Zugang hier. Ja, hier im Bild sehen wir jetzt noch zwei weitere Sperrkreise. Die gab es also in verschiedenen Varianten. Wie wir auch hier sehen können, so ein Mini-Format, ne? Sperrkreis S33 von Lumophon zum Beispiel. Wieder zum Vorstecken am Empfänger hier die beiden Anschlüsse.
Oder diese Variante, wie Sie hier haben, von Luxor. Ja. Dann aber für die beiden Kreise schon getrennt, nämlich Langwelle und Kurzwelle, wie wir es vorhin schon bei dem Volksempfänger gesehen hatten. Dann hier die eigentlichen Antennenzugänge und schließlich den Erdanschluss. Ihr erinnert euch, Mittelwelle und Langwelle war nur empfangbar mit einer richtig guten Erde. Ne? Und hier können wir dann die ganze Sache dann per Stufenschalter noch abstimmen. Das war eben der Mittelwellenbereich hier oben und dann schließlich hier unten der Langwellenbereich. Ne? Und dann eben nochmal diese ganzen Steckverbinder, die wir ja vorhin auch schon gesehen hatten. Ja, zur damaligen Zeit gab es einen Haufen Firmen, die sich um die Ersatzteile für die Rundfunkempfänger damals natürlich bemüht haben, um den Markt bemüht haben. Und so gibt es natürlich auch für den 301 Dünen. Der heißt übrigens deshalb Dünen, weil er schon einen dynamischen Lautsprecher hatte. Auch selbstverständlich dafür gab es schon diesen vorsetzbaren Sperrkreis. Da beim Dünen aber die Antennenbuchsen hinten angebracht sind und nicht seitlich, wie beim klassischen Volksempfänger 301, hat man hier so eine verlängerte Achse im Grunde konstruiert, damit dieses Gerät dann seitlich sozusagen bedienbar hinten rausschaut und man nicht jedes Mal das Gerät umdrehen musste, um jetzt im Grunde diesen Sperrkreis hier zu bedienen. Hier sehen wir mal den 301 Dünen jetzt von hinten und da sehen wir eben, dass die Antenneneingänge einschließlich der Erdverbindung, also dem Erdanschluss, ne, den man ja mit der Wasserleitung oder mit irgendeiner guten Erde im Grunde verband. Und da passt jetzt eben dieser Sperrfilter davor. Na, den kann ich jetzt hier eben passend da hineingeben in diese Buchsen. Ja, jetzt ist das von der Seite bedienbar, wie ihr deutlich erkennen könnt. Und das Ganze hatte sogar einen Bereichschalter, denn ich kann also die Wellenbereiche hier nochmal wählen durch Ankippen sozusagen dieses Sperrfilters. Und die eigentliche Abstimmung habe ich dann natürlich hier in der Form vorgenommen. Ne? Und ja, dadurch, dass die Achse so verlängert ist, kann ich jetzt also wunderschön das Gerät so im Regal stehen lassen und auch entsprechend dann hier quasi hinten bedienen. Ne? Wunderbare Lösung. Ja, irgendwann gab es sogar so kleine Pappvorlagen, die man sich jetzt quasi auf das Radio vorne noch vorsetzen konnte, weil mit der Beschriftung war es ja hier mit dem Kunststoff, den man hier verwendet hat, Bakelit, wie gesagt, so ein Problem, das Ganze lesbar zu gestalten. Und dann gab es eben noch diese Möglichkeit, so Pappen davor zu setzen, um dann schließlich für alle Bedienungselemente dann auch hier nochmal so eine schöne Beschreibung realisieren zu können. Von der Firma Braun gab es auch noch eine ganz interessante Lösung für die Erweiterung des Empfangsbereichs. Eine Lösung, die man im Grunde direkt unter der HF-Röhre platzierte. Ihr seht hier im Grunde den Röhrensockel, ne, der jetzt mit diesem Bandfilter hier quasi in das Gerät eingesteckt werden konnte. Über einen Schalter kann ich also im Grunde hier die Bereichserweiterung aktivieren oder auch wieder zurücknehmen, je nach Bedarf. Ne. So sah das Ganze aus, wurde also reingeklemmt, also seitlich in das Gehäuse eingeklemmt, ne, an der Seitenwand. Und ja, dann die HF-Röhre im Grunde quasi hier drüber gesetzt. Ne? Sie sitzt also unten sozusagen in ihren normalen Röhrensockel. Ne? Und zwischen Röhre und Röhrensockel sitzt dann quasi diese Scheibe hier, die mir jetzt eben diese Frequenzerweiterung im HF-Bereich dann schließlich möglich machte. Ja? Phonofix nannte sich das von der Firma Braun. Mit der Bezeichnung Tugra A habe ich hier nochmal eine ähnliche Lösung gefunden, nämlich im Grunde ein Vorschaltgerät, was quasi zwischen Röhrensockel und der eigentlichen HF-Röhre einzubringen ist. Ja. Preis zur damaligen Zeit 2,75 Reichsmark und qualitativ ist es ein bisschen, naja, bescheidener konstruiert wie das Braun-Gerät. Also im Grunde der Röhrensockel besteht hier nur aus dieser dünnen Folie, Pappe. Und da sehen wir auch, welche Röhrenkontakte hier eigentlich mit dem Gerät, mit dem Vorschaltgerät hier überhaupt nur beeinflusst werden. Und dann finden wir hier auf der Platine schließlich ein RC-Glied. Also hier kann ich den Widerstand beeinflussen, der Kondensator ist fest. Und darüber habe ich dann die Möglichkeit, im Grunde wieder Langwelle und auch die Mittelwelle
entsprechend hier als Zugang dann natürlich für die Antennen zu beschalten und erweitert abzustimmen. Ja, verrückt, was es nicht alles gab, ne? Ja, technisch eine noch etwas einfachere Lösung sind wir hier von der Firma Funkstern, der sogenannte Wellenscheider. Hier wird im Grunde das Ganze durch Herausziehen dieser Metallplatte hier abgestimmt. Also wirklich etwas primitiver, ne? Auch rampeliger, ne? Weil sie sitzt ein bisschen seitlich beweglich hier im Wellenscheider. Und dann haben wir im Grunde hier nur einen Eingang auf der linken Seite, nämlich die eigentliche Antenne, die Wurfantenne oder die Langdrahtantenne. Und dann schließlich auf der anderen Seite der Ausgang, der jetzt in den Antenneneingang des Radios mündete. Ne? Ja, und das ist schon alles. Also im Grunde nur ein Kondensator. Und wie gut er funktioniert hat, weiß ich allerdings nicht. Ja, hier als Abschlussbild nochmal so einen wunderschönen Sperrkreis. In diesem Fall tatsächlich also Kondensator und Induktivität, also ein echter Schwingkreis. Ne? Aber die Bauart im Grunde genau das, was wir vorhin auch gesehen hatten. Ja? Also hier kann ich den Drehkondensator im Grunde abstimmen, habe dann den Antenneneingang auf der linken Seite und den Antennenausgang dann schließlich auf der rechten Seite. Das Ganze ist so gemacht, dass ich dann hinten, wenn ich das Ganze verdrehe, im Grunde hier noch die Bedienungsanleitung finde, ne? Wie das Gerät am Gerät anzuschließen ist.